Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem Follow Me Around Vlog. Ich bin hier gerade beim Frühstück und beim Frühstück machen ist mir aufgefallen, hey, du könntest heute ja mal so ein Follow Me Around Vlog machen, weil ihr fragt immer mal, hey, könnt ihr nicht mal so ein Video drüber machen, so über euren Tag, aber mein Tag ist halt normalerweise aufstehen, den ganzen Tag im Büro sitzen, schlafen, so ungefähr. Das ist halt nicht spannend, aber heute passiert einiges. Heute zum Beispiel gehe ich gleich auf ein Interview im Studio, ich gehe zu einem Interview im Studio von den Dr. Freuds. Dann nehme ich nochmal mit den Jungs auf, dann fahre ich mit Bram nach Spandau, um mit Sturmwaffel zu drehen, ein bisschen kochen, dann fahre ich wieder nach Hause und da wird dann nochmal gekocht, Pizza mit Kocht aufgenommen. Also heute ist viel los. Ja, dann dachte ich mir gerade beim Frühstück machen, ey, heute kannst du das eigentlich machen. Jetzt fehlt natürlich der Anfang, aber meine Morgenroutine habe ich jetzt nicht so wirklich mit drin, aber die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend. Die startet normalerweise damit, dass ich auf dem Fahrrad aktuell so 10 Kilometer morgens fahre, bevor es losgeht. Dann duschen natürlich und dann kommt das Wichtigste, das Schönste am Tag für mich, das Frühstück. Da zelebriere ich immer so ein bisschen. Ja, zum Beispiel hier schön mit Tomaten klein schneiden und Salami und dann mache ich mir dann so ein Ei dazu. Dann mache ich ein klein bisschen Gewürze drüber und Orangensaft. Und das dauert natürlich immer so ein bisschen. Ja, die wenigsten haben so wirklich Zeit dafür. Ich stehe immer extra 2 Stunden vor den Aufnahmen auf, damit ich das alles unterbekomme. Mit Vorbereitung und allem drum und dran. Heute sogar noch ein bisschen früher, wegen dem Dreh, zu dem ich gleich muss. Aber ja, ich nehme mir gerne die Zeit, kann mich gut auf den Tag vorbereiten, kann nochmal durchgehen, was wir heute alles aufnehmen, ob ich alles runtergeladen habe und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt alles schon soweit passiert einigermaßen. Das nächste, was ansteht, ist der Dreh bei den Freuds. Parkplatzgebühren in Berlin, 2 Euro die Stunde. Wie lange bleiben wir hier? Automat wechselt nicht. Okay, klare Ansagen hier. Okay, bis 11 Uhr müsste ja eigentlich durch sein. 2 Stunden müsste eigentlich reichen. Das ist immer dreckig hier. Es gab Schwierigkeiten wohl bei der Kommunikation. Mir wurde ganz klar gesagt, um 10 Uhr muss ich hier sein. Paul schreibt mir um 9:45, wo bleibst du? Ich so, wieso? 10 Uhr muss ich doch da sein. 10 Uhr beginnt der Dreh, du brauchst noch Maske und alles. So, ja, scheiße. Wusste ich nicht. Beziehungsweise wurde mir falsch gesagt. Habe ihm WhatsApp-Auszüge geschickt. Oh, hier ist mein Ticket, Mofos. Hoffentlich sind sie nicht zu sehr pisst auf mich jetzt. Mal gucken. Ich mag das Büro ja grundsätzlich. Da muss man so unendlich viele Treppen steigen. Dass man erstmal ein Sauerstoffzelt braucht, wenn man oben angekommen ist. Was geht da? Ich finde das gut. Warte, ich kontervlogge. Bam! Warte! Bam! Bam! Guck mal, da ist ein Peter! Bam! 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 Bam, bam. Ey, du hast exakt das gleiche Setup! Jo, stimmt, wir haben exakt das gleiche. Ebenso. Oh, sorry. Hey, Olli, alles klar? Grüß dich, hey! Hey, hallo! Hey, es tut mir echt leid, falls ich zu spät sein soll. Nein, oder? alles cool. Okay, sehr gut. Die Gäste-Effekte sind schon. Jo. Mhm. Hier sind viele Leute. Schönen guten Tag zusammen. Hi, Peter. Hallo. Marco, hi. Hi, Peter. Julian. Hi. Chris, hi. Freut mich. Herzlich willkommen. Schön, dass du Dankeschön. Da bist. Dankeschön. Ich bin noch am Luftschnappen nach den Treppen. Ging uns ähnlich. Mit dem Pantalo-Bike. Ich hab vergessen, ich will es mir auch kaufen. Peloton. Ja. Ja, das bringt mir nichts beim Treppenstein. Ja, wobei doch eigentlich schon. Ja, hey, was meinst du, wie tot ich wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte die letzten Tage? Nicht in die Kamera, sondern in dich. Ich guck's einfach mich an. Ganz normales Gespräch. Und das war's eigentlich. Ja, finde ich gut. Das ist super. Hier wird noch aufgebaut. Ich wurde schon hübsch gemacht. Hübscher. Ja. Oh, sehr schön. Ja, und jetzt quatschen wir mal schön über Xbox. Das war eine viel größere Produktion, als ich dachte. Aber wir haben es durchgezogen. Simon ist jetzt noch gekommen von den Rocket Beans, musste auch noch warten. Die anderen werden auch noch interviewt. Und jetzt fahre ich wieder zurück nach Hause. Ich bin auch immer geschminkt, habe ich einfach draufgelassen. Okay, Hände sind gewaschen, ich bin wieder zu Hause. Gehen wir nochmal ins Büro, in mein absolut unaufgeräumtes Büro. Oh Gott, kannst du niemandem zeigen. Okay, aber erstmal hier angenehmeres Licht. It's blue. Okay, erstmal 20.000 WhatsApp-Nachrichten. Letzte Woche haben wir noch einen Auftrag bekommen für ein Video, habe ich auch angenommen. Da hieß es, Video muss irgendwann übernächste Woche kommen. Gestern dann aber die Ansage, kann er bitte so schnell wie möglich kommen? Also gestern Abend war ich mit meiner Freundin essen, habe danach dann noch das Video produziert, habe das die Nacht gerendert und heute Morgen dann zur Abnahme eingereicht. So macht man das häufiger bei Kooperationen, dass da die dann nochmal drüber gucken können, der Kunde, und damit der Kunde halt sieht, okay, in dem Video sagt der Content Creator nicht,
dieses Produkt ist scheiße. Dann hätte man nochmal drüber gucken können. So, wir würden das aber gerne heute veröffentlichen, deswegen muss ich sofort mal gucken, ob Bram das geklärt hat. Wir haben jetzt 11.19 Uhr und in 10 Minuten bin ich mit den Jungs verabredet zum Aufnehmen. Okay, das klingt ja nach einer spaßigen Folge Kreuzworträtsel. Ich habe schon mal ein Stadt-Land-Fluss-Game geöffnet. Okay, wir haben jetzt alles aufgenommen. Wir haben Stand-Fluss aufgenommen, zwei GTA-Challenges, haben noch ein paar Sachen geklärt. Wir haben jetzt 14.04 Uhr. Ich wollte um 14 Uhr losfahren. Gut, wird jetzt ein bisschen später. Ich treffe mich mit Bram um 14:45 bei der Autoausfahrt. Und dann fahren wir Richtung Sturmi. Jo, mit geht. Bram ist am Stissel, Junge. Wir sind jetzt gleich bei Sturmi. Und wir haben heute ein paar Spielsachen für den mitgebracht. Also für uns, um genau zu sein, mit dem zu spielen. Der hat uns erstmal gefragt, ob wir bei ihm geil kochen kommen. Das seht ihr aber nicht in dem Video, das seht ihr bei dem auf dem Kanal. Der zweite ist, wir haben Sachen mitgebracht, so ein kleines Paket mit schönen Pulvern, die wir gleich mal zusammen mit Sturmi probieren werden, indem wir die mit Maxi Curry King mischen, was extrem eklig ist. In der Tat. Da ist Stadt Falkensee, Landkreis Havelland. Ich ja. sagte deswegen, weil da habe ich mir mal mit Hanni ein Haus angeguckt, also beziehungsweise ein Baugrundstück. Das war preislich vollkommen okay. Aber erstens ist es am Arsch der Welt. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 40 Minuten oder so? Ein bisschen weniger. Die Frage ist, wohin? Also wenn du jetzt deine Bros an den Spandau hast, ist ja easy. Ja, ich bin so von verschiedenen Restaurants ausgegangen, die wir gerne frequentieren. Das ist immer so unser Umkreis gewesen. Okay. Und zweitens... Ach, vielleicht gibt es hier neue Restaurants. Haben die hier keine... Ja, das stimmt. Wobei, die haben hier keine... Das ist das größte Problem. Keine... Häufig keine Bürgersteige. In dem Fall schon, aber auf allen Nebenstraßen nicht. Warum ist das ein Problem? Kannst du nicht irgendwo wohnen, wo es keine Bürgersteine gibt? Wir müssen 220 übrigens. Ist das 220? Weiß ich nicht. Aber ich meine, ja, das ist 220. Perfekt. Aber du hast doch hier einen Bürgersteig. Ich meine, was ist denn an Orten? Ich verstehe nicht, warum der Bürgersteig jetzt... Nein, pass auf, Alter. Du kannst, wenn wir jetzt hier irgendwo auf der Nebenstraße sind, ja? Ja. Und du hast einfach nur Straße und ja. da hast du Haus, 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 Haus. Halt Schnauze. Ja, wie auf so keinen einzigen Bürgersteig. Wie auf so einer Spielstraße, zum Beispiel in Weeze. Ja, aber nicht... Nee, nee, pass auf. Du hast... Das ist keine Spielstraße, sondern das ist eine 50-km/h-Straße. Und du hast rechts und links hast du so ein bisschen Dreck. Aber keine gepflasterten Bürgersteigsituationen, sondern Bäume und Dreck. Okay. An einer 50-km/h-Straße. Das verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, warum das genau ein Problem ist, weil du doch eh nie zu Fuß da rausgehst. Wieso solltest du nicht? Warum doch auf einmal? Ja, der Falkensee ist doch mini. Wenn du da irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hingehst, dann musst du doch nie mit dem Auto fahren. Wenn du auf dem Land wohnst, musst du immer überall mit dem Auto hinfahren. Ja, gut, okay. Also Falkensee zackt, ja, kauft dir kein Haus, zieht alle weg, damit die Grundstückspreise fallen und wischt dem Kapitalismus. Baut dir einfach Fußgängerwege hin. Aber könntest du nicht einfach in Falkensee eine Straße ziehen, wo es einen Weg gibt? Ja, wir haben keine auf Anhieb gefunden. Also hier ist halt die Hauptstraße, klar, hier gibt es welche, aber sobald du einmal abbiegst, ist es vorbei. Aber vielleicht gibt es das in Brandenburg gar nicht. Ja, habe ich auch schon gedacht, weil uns ist das schon ein paar Mal aufgefallen. Ich dachte, im Osten haben die keine Fußgängerwege, meine ich. Ja, die haben auch keine Fußgänger. Nee, weil, wenn du auf dem Land wohnst, fährst du überall mit dem Auto. Ne? So, jetzt ungefähr 40% mittlerweile noch werden das referen können. Und die anderen 60 denken sich, was ist das denn? Ich könnte doch auch die Öffis nehmen. So was gibt es nicht für euch Städter, die gerade zugucken. So was gibt es auf dem Land nicht. Ja, in Wilze, da fährt einmal jede Stunde ein Zug und um 21 Uhr sagt der letzte Tschüss. Ja, dann ist wenn da überhaupt ein Zug fährt, aktuell fährt, glaube ich, gar keiner. Also schon seit Monaten wegen irgendwelchen Umbauarbeiten. Das heißt, du musst Bus fahren. Schienenersatzverkehr, richtig geil. Mega nice, ja. Wo soll es gehen? Zu deiner Mutter. Mit dir habe ich nicht geredet. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Sturmi, gucken uns mal an, was da geht. Und dann packen wir gleich unsere Pülverchen aus. Ja, Mann. Ich rufe den mal an, weil ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ja, ich hab, das Foodtruck steht exakt hinter diesem Tor. Ja, okay, da vielleicht sehen. Können wir ja das Tor einfach öffnen. Ich sehe nichts. Nee, ich erkenne auch nichts. Hallo? Warte, Tor ist zu. Tor ist zu. Schlüssel kommt jetzt. Nee. Der Eigentümer ist auch noch hier, Digga. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Unterhalte uns. Schönen guten Tag, falls ihr neu dabei seid auf irgendeinem der 18 Pizmeet-Kanäle, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, falls wieder 18 Videos am Tag kommen sollen. Ich vermisse auch die Zeit. Wenn ihr auch dafür seid, dass Dennis Bram wieder Videos schneiden sollte und nach 15 Minuten Hardcut setzt, weil er keinen Bock mehr hat zu schneiden, dann lass mal. Ach, hi Dennis! Ja, hi, wir sind drin! So, wir sind da. Wir sind einfach im Garten von einem Haus. Hallihallo. Hallo. Wir sind im Garten von einem Haus. Da steht einfach ein Foodtruck. Das ist der Traum, ne? Mit Hitech. Vor Gammas. Hitech vor Gammas. Und Anker Kraut. Auch vor Gammas. Geschmacksmanufaktur.
Du musst mit denen reden. Ja, ich habe keinen Bock auf die. Die gehen mir alle auf den Sack. Ja. Ach, ihr seid auch da. Jetzt lasst ein Like noch da. Aufgebaut wurde. Ja, wir hatten schon MC Fitty heute hier. Der hat schon ordentlich reinschnabuliert. Ich weiß nicht mehr, woher die sind. Sind die von Bummy Bites Donuts? Nee, das sind nicht die Veganen. Das sind nicht die Veganen. Nee, das sind nur die mit... wir werden gefilmt. Leider sind es nicht die Veganen. Die Tiere und die Tiere. Ja, bitte, bitte. Nehmt, wir haben noch eine halbe Brezel hier und zwei Käse. Erzähl uns mal, was genau machst du hier? Warum hast du einen gelben Waffeltruck, mit dem du quer durch die Bundesrepublik fährst? Mir war langweilig letzten Sommer. Geil. Weil man sitzt ja nur drin und man macht irgendwie nicht so viel. Und dachte bei Corona erstmal schön mit dem Truck durch die Bundesrepublik. Ich dachte, wenn Investment, dann nicht Bitcoin, sondern in einen alten scheiß Foodtruck, Dennis. Kann ich mal nachhelfen bei dir? Nee, aber magst du uns mal ganz kurz zeigen? Ja, total gerne. Also sollen wir uns einfach mal umdrehen? Dann sieht man zumindest schon mal die geöffnete Türe. Genau. Ich finde, das sieht schon geil aus. Hallo, auch an dich. Hallo. Genau, hier ist der Eingang, da kann man reingehen und dann ist man im Truck. Okay, und den hast du dir gekauft? Den habe ich mir gekauft, mit meinen Partnern. Ja, okay, und, aber das ist jetzt auch wirklich so nicht gemietet mal für so eine Promo-Aktion, sondern du bist jetzt der Waffel der Trucker. Ich habe nicht das Kluge gemacht, was man macht, mieten fürs Drehen und dann wieder ziehen. Ich habe die Scheiße gekauft. Aber so Cash. Hier ist die Tüte für Kabel und Leergut. Richtig. Aber man hat nur eine Tüte dafür. Richtig. Ja, man muss ja sparen, wenn man sich so einen Truck kauft. Man keine das ist noch von gestern. Wir waren noch. Oh, Wespe. Ins Auge fast. Also Alter, what the fuck? Was hat denn für Wespen auf Falkensee? Auf die. Wir machen das in der CGI nachher, war in der ja, Pause. Ja, klar, ganz einfach. Das ist wirklich auch eine Wespe. Ganz einfach Jay, der mich anschreit. Ja. Sturmi sagt ja die ganze Zeit so, wir müssen Sachen raussteigen. Wir erzählen unseren Zuschauern. Ich vergesse immer, auf welchem Kanal ich bin. Wir erzählen. Ich wollte gerade sagen. Wenn wir sagen, also ich habe kein Problem, euch zu erzählen. Manche Thumbnails sind gefaked. Wir haben schon richtig viel gefaked. Pizza mit Koch, jede Woche gefaked. Alles für den Arsch. Ich koche gar nicht. Ich lasse das halt immer liefern. Jeden Schritt. Aber props to you an die redaktionelle Arbeit, um die Restaurants zu finden für den ganzen Scheiß. Ja, ist voll nice. Rufst du bei Meckes an, sagst, ich hätte gerne halben Hamburger. Dann sagen die, ist doch richtig sauber. Ja. Also so gut wie geht. Okay, pass auf, ich habe wirklich noch eine ernste Frage. Ich glaube, interessiert auch wirklich viele Zuschauer. Wie lange machst du das noch? Also im Sinne von diese Kampagne, diese Tour. Mhm. Und was machst du danach mit dem Ding? Oder ist das jetzt so dein neuer Lifestyle? Nee. Wir haben jetzt die Tour gemacht und haben bis Ende diesen Jahres vorgedreht. Also okay. Wir sind bis Dezember, gibt es Videos aus allen Städten in Deutschland mit ganz vielen Musikern hatten wir dabei. Wir hatten prominente Gäste von Moderatoren bis irgendwelchen anderen Fernsehpersonalities hier drin zu Influencern. Und mit denen haben wir fleißig und lustig gekocht, eben mit ein paar Gastro-Gadgets. Und nächstes Jahr steht er jetzt erstmal bis zum Sommer, dann werde ich mich mal im Rhein. Ja, genau. Ich hab einen schönen Platz. Aber ich werde mich dann ein bisschen um die Anmeldung kümmern, weil um Sachen auch auszuschenken und ausschenken zu dürfen mit Foodtruck, da ist zum Glück das Gesundheitsamt sehr hinterher und noch viele andere Instanzen, durch die du dann wandern musst. Der ist soweit auch schon mal abgenommen worden. Also das hat alles sein Stempelchen schon drauf. Ich möchte da aber mich nochmal genauer reinfuchsen und dann jedes Jahr ganz gerne auf der Gamescom, auf der Mac, auf Perukaville, auf Rock am Ring dieses Gerät hier hinstellen mit zwei Köchen drin, nicht mit mir. Die dann die Leute bekochen. Also so, dass immer im Sommer so ein kleiner Gastrobetrieb hoch. Ja, mega geil. Da kannst du einfach Parokabel und so weiter, da kannst du... Was soll denn da geben? Waffeln? Tatsächlich Waffelburger, kein Scheiß. Also ich entwerfe gerade mit einem Koch, der sich auch viel mit Burgern auskennt, zwei perfekte Buns, die sind dann Waffeln und dann machen wir einen Burger drauf. Ja, mega geil. Dann kannst du nämlich süß und salzig anbieten. Alles in einem und weniger ist immer mehr. Ich gebe das mal kurz nach hinten, weil der braucht ja bestimmt, oder? Jetzt stehen wir nicht mehr im Weg. Doch schon, aber ist egal. Ich mache was anderes. Genau, und hiernach wird jetzt auch final abgebaut und dann geht's wieder zurück. Und dann kommt er in den Rhein. Rein. Und das Spannendste für dich vielleicht auch, aber da würde ich vielleicht an Tamay übergeben, weil der kann das besser erklären, ist vorne das Cockpit, denn wir haben ja keinen Beifahrersitz, sondern Tamay hat sich da eine komplette Live-Regie reingebaut. Nice. Aber der Tamay muss jetzt leider noch kurz hier arbeiten. Hallo, deswegen, ich bin schon fertig. Du bist fertig? Ja. Das heißt, wir können jetzt anfangen. Das heißt, das seht ihr später. Wir haben jetzt das erste Video vollendet für Sturmi. Es war chaotisch und eklig, ehrlich gesagt. Aber auch teilweise nicht eklig. Oder? Ja, das trifft es ganz gut. Wir kriegen jetzt. Dankeschön, Dennis. Wir kriegen jetzt die Regie erklärt. Ja, es ist ein bisschen eng hier hinten. Hä? Da ist die Regie drin vorne? Ja, natürlich. Ach du heilige Scheiße. Also dafür habe ich das Konzept entworfen, damit das hier reinpasst.
Du hast das Konzept entworfen? Ja, ich bin eigentlich vorher... Der Autofahrt richtig Gas geben. Bitteschön. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, kann einer durchkommen, dann kann er noch reinfilmen. Ah ja, okay, verstehe, dann gehe ich einmal durch. Ja, bevor Corona kam, war ich selber mal Unternehmer, deshalb... ja. Ah, okay, verstehe. Und dann... Kann ich oh Gott, Corona. Das da ist wirklich... Da musste er bei Sturmi arbeiten. Ja, das war belastend, ne? Das ist schon... fast hätte ich mich bei euch beworben, also von daher noch ganz gut getroffen. Okay, frech. Also, genau, schaut mal rein. Wir haben mehrere Bildschirme. Der ganz hinten, das ist mein Multiview, da sehe ich alle Kameras einmal drauf. Ja. Rechts ist nur mein Programm, also das, was ich tatsächlich ausspiele. In der Mitte ist der Laptop dann, worauf alles läuft, hat den Vorteil, wir können ihn mit rausnehmen, wenn wir den parken und dann kann den keiner klauen, zum Beispiel. Ah, ja, und der ist dann auch shock-resistant, ne? Weil es ein Laptop. Okay, verstehe. Mhm. Also man braucht da spezielle Laptops für. Und dann hast du hier noch Tonmischer. Genau, also das ist einmal mein Ton. Das Gute daran ist, es läuft alles über Netzwerk, das heißt, das hier ist nur ein Controller und der ganze Turm ist eigentlich oben drin. Ah, okay. In diesem Verstauraum, das ist praktisch. Ist das dann alles wireless? Das ist alles wireless, ja. Also alle Bildsignale und Bildsignale, Tonsignale sind wireless, ja. Bis auf die PTZ-Cams. Und die PTZ-Cams... Die kannst du auch steuern, die ne? Die kann ich hier mit dem Pult noch steuern, genau, richtig. Ja. Ui. Genau. Und das läuft alles über Netzwerk. Und hier habe ich noch ein Mikrofon, das ich reinlabern kann. Kannst du den Stuhl auch drehen, dass du quasi ja, gerade davor sitzt auch? Genau, richtig. Genau, das ist ja das Gute da dran. Ich kann, Alter! Ich kann den einmal drehen. Zack. Okay, das ist schon ziemlich awesome. Also cool, so ne? Für, das ist wie so ein selbstgebauter Ü-Wagen, wie so ein selbstgebauter Übertragungswagen. Ja, 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 dazu muss man sagen, ich habe das Konzept gemacht, gebaut hat das natürlich ein Schreiner und so weiter, diesen Schreibtisch irgendwie. Ach so, aber okay. Genau, richtig. Ja. Ja, geil. Genau. Guck mal, so funktioniert The Magic of Sturmwaffels Video. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ja, wir machen jetzt unser Video, für das wir gekommen sind. Mal gucken, wie es uns danach geht, wahrscheinlich nicht so gut. So, wir haben jetzt was ganz Tolles aufgenommen, ne, Bram? Ja. Stimmt, wir haben ja noch einen eigenen Vlog, der andere war ein Video. Jetzt weiß ich wieder, wo die Verwirrung hier lag. Wir sind leider... Kannst ruhig vorgehen. Also Bram ist ein bisschen am Sack. Ich aber auch. Ich bin voll am Abschwitzen. Wir haben so ein bisschen Schärfetest gemacht. Das kommt dann nochmal als eigenes Video. Und wir haben noch mit Sturmi zusammengekocht. Das war auch richtig geil. Und jetzt fahren wir wieder zurück nach Berlin. Raus aus dem Ort ohne Bürgersteige. Auch genannt Falkensee. Genau. Das macht auch voll Sinn, dass die keine Bürgersteine brauchen. Weil, weil die ein See sind? Ja, und Falken, und die können fliegen. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist es. Bram haben wir schon nach Hause gebracht und jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Ja, wir sind solche Leute, die sowas vor ihrer Tür stehen haben. Honey, I'm home! Bin da, wer noch? Was hast du gesagt? Du woher weißt du das? Das sehe ich. Achso. Spiegel. Ja, stimmt. Ja, jetzt mache ich euch mal kurz weg. Jetzt ist Honey Time. Lach mich nicht aus. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und ich muss mal kurz sagen, ne? Also, was hier schon passiert ist, ne? Honey, weil heute so viel los ist, hat Honey schon vorbereitet. Ich nehme jetzt ja noch Pizza mit Kocht auf. Guck mal, wie sie schon vorbereitet hat. Er liegt alles schon da. Die Zutaten sind schon rausgeholt, das Kochbuch ist schon platziert, alles ist schon teilweise klein gemacht, hier gerieben und abgemessen. Also, das ist schon, also ich weiß ja auch nicht, aber ich finde Honey schon ziemlich cool, muss ich sagen. Hm. Danke, Honey. So, jetzt nehme ich Pizza Meet Kocht auf. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza Meet Kocht. Heute mal wieder ein Rezept aus eines meiner absoluten Lieblingskochbücher, Kochen. Jetzt haben wir hier zu Ende gegessen. Abmord ist gerade aufgenommen worden. Wir haben jetzt, wie spät haben wir jetzt? 19.16 Uhr. Ich habe noch sehr viele WhatsApp-Nachrichten, die ich noch nicht gelesen habe, aber das mache ich jetzt gleich alles noch. Aber jetzt sind zumindest die Drehs für heute vorbei, waren... eventvoller Tag, also wie gesagt, das ist jetzt nicht vergleichbar mit all den anderen Tagen. Heute ist relativ besonders. Ich muss gleich noch an den Rechner jetzt Papierkram machen, den ich sonst heute nicht geschafft habe. Aber wie gesagt, das ist nicht vergleichbar mit den anderen Tagen. Aber gerade deswegen ein guter Grund, um euch mal an so einem Tag mitzunehmen. War aber ein sehr schöner Tag. Ich hatte extrem viel Spaß, coole Leute getroffen, coole Aufnahmen gehabt. Also es war schon ein guter Tag. Bin jetzt ein bisschen kaputt, gucke jetzt noch ein bisschen mit Honey was und danach... nochmal an den Rechner und dann gehe ich schlafen. Okay, wir haben jetzt 22.02 Uhr. Da Honey relativ schnell eingeschlafen ist vom Fernseher,
bin ich relativ zügig rübergegangen zum PC und bin jetzt noch dabei, den Vlog zu schneiden. Und dabei ist jetzt eine Sache, erstmal fragt ihr euch, wieso schneide ich denn überhaupt? Ich schneide eigentlich meine Vlogs immer selber, weil ich es lieber mache, weil das dann irgendwie noch mehr mein persönliches ist. Und andererseits haben wir aktuell eine Cutter-Knappheit, weil wir aktuell wochenlang immer ist mindestens eine Person aus dem Cut im Urlaub. Und immerhin nicht zwei, das wäre unser Tod, aber wir müssen uns schon für verschiedene Videos externe Leute dazu holen. Und deswegen ist das gar nicht so verkehrt, wenn ich zwischendurch mal aushelfe. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar seht ihr jetzt hier Premiere, ne? Ich benutze Premiere. Und bei dem Shot, wo Bram mit der Kamera über das Tor filmt, wo wir bei Sturmi ankommen, da ist Sturmis Kfz-Kennzeichen zu sehen. Hinten haben die das abgeklebt wahrscheinlich für Vlogs und so, aber vorne nicht. Und ich dachte mir, keine Ahnung, der ist jetzt gerade auf dem Weg, also verschleiere ich das jetzt mal. Da habe ich also einen gaußschen Weichzeichner. Das ist ein Effekt, den kann man auf die Videodatei legen. Und dann macht man aber nicht das ganze Bild quasi unscharf, sondern kann dann so eine Maske machen, wie in dem Fall. Das Problem ist, Bram wackelt halt so, als hätte der den übelst zittrigen Boy. Und das heißt, man muss da die ganze Zeit so ein bisschen hin und man muss im Endeffekt Keyframe-Animation machen. Das heißt, du gehst die einzelnen Bilder des Videos durch und Alter, Bram hat so krass gewackelt. Und du musst nicht alle Bilder quasi die Maske neu, also nicht jedes einzelne Bild. Wir nehmen ja mit 60 Bildern die Sekunde auf, das wären dann vielleicht ein bisschen viele Bilder. Zum Glück hat Sturmi hier die Hand davor gehalten. Du musst nicht bei jedem einzelnen Bild die Maske neu platzieren, nicht wenn du einfach nur sowas so verwischst, sondern du machst eine Keyframe-Animation. Das ist eine automatisierte Animation. Das heißt, das Programm wird automatisch die Sachen dazwischen ausgleichen und quasi diese Maske immer hin und her schnellen lassen. Das ist so ein bisschen Fummelsarbeit, ehrlich gesagt. Aber hey, muss halt gemacht werden, wenn du solche relevanten Informationen zurückhalten willst. So, das mache ich jetzt noch. Und ich denke mal, ich bin 10:30, 11 Uhr fertig und dann gehe ich schlafen. Dann geht's morgen weiter. Aber nicht mit dem Vlog, der ist jetzt vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein.